Schauen wir doch mal. Die Struktur hier ist großartig. Das ja, das ist viel. Hier die Wand ist toll. Mit dem Weitwinkel könnte man hier auf jeden Fall schon mal was machen. Ist absolut ideal für einen wirklich markanten Hintergrund. Schön eckig, kantig, aber auch die ganzen Kontraste, die hier drin sind, großartig. Wir würden gerne hier ein Gruppenfoto machen. Jetzt haben wir nur etwas Sorge, dass, wenn wir hier Nebel drin machen, uns die Rauchmelder angehen. Und wenn man in einem Holzlager die Rauchmelder angehen lässt, dann hat man im Zweifel nachher 5 Feuerwehrlöschzüge hier stehen. Das wäre nicht so schön. Aber schauen wir mal, wir riskieren es einfach mal. Und ja, dann bauen wir jetzt gleich mal auf. Okay. Blitz mit Akku. Das ist ein ganz cooles Teil. Das heißt, da muss man keine Kabel verlegen und nichts, sondern kann man einfach überall hin mitnehmen und aufbauen. Und das Coole an dem Ding ist, also erstmal hat er richtig viel Dampf, um auch hier so eine relativ dunkle Location gut hinzukriegen. Und der ist auch super synkfähig. Das heißt also, ganz kurze Belichtungszeiten sind damit auch möglich. Und davon haben wir heute 2 dabei. Das Einzige, was an dem Ding irgendwie eine Fehlkonstruktion ist, ist die Aufhängung und die Schrauben zum Festziehen. Also wer sich das ausgedacht hat, der müsste mal einen Tag damit arbeiten. Ah. Als Strafe. Da wir Horror-Shooting machen und das Ganze ja, so ein bisschen die Thematik Horror ja aufnehmen soll, muss man natürlich auch ein bisschen überlegen, was man mit dem Licht macht. Und wenn man sich so Horrorfilme ins Gedächtnis ruft, da gibt es oft sehr starke Kontraste, ganz harte Schatten und solche Sachen. Und das wird sich sicherlich nicht überall jetzt realisieren lassen oder auch sinnvoll sein. Aber wir werden das zunächst mal ohne Softbox machen, beziehungsweise ohne Diffusor machen, sondern relativ straight Licht auf die Leute drauf geben. Zusätzlich zu diesen beiden Frontallichtern, die die Gruppe gleich ausleuchten sollen, haben wir noch hinten links und rechts jeweils einen normalen kleinen Blitz, die dann eigentlich nur für das Streiflicht auf den Personen bzw. zur Beleuchtung des Nebels da sein sollen. Und das müssen wir aber alles gleichzeitig sozusagen zünden. Deswegen sind an der Kamera jetzt auch 2 Funkauslöser dran, das ist so dieser Turmaufbau, den man da sehen kann. Ja. Und das hier ist immer eine ganz praktische Sache, dieses Velcro-Band einfach festzumachen, weil sonst bampelt dieser Auslöser hier immer so rum. Das ist natürlich auch nicht so ideal, deswegen einfach mit Velcro-Band das Ding da dran gepackt. Guter Tipp von Krollup und Gerst. Ja, okay. Unterwegs. Mama Nadja kommt. Toll. Ja, ich dachte, wir lassen dich mal drauf gucken, ob dir das so gefällt oder ja, ob wir noch was ändern sollen. Was ist worauf haben wir uns sozusagen eingestellt hier? Bei der jungen Dame haben wir uns darauf eingestellt, dass sie jung und unschuldig und zart aussehen soll. Und eigentlich wollten wir das ganz natürlich haben. Trotzdem natürlich ihre Vorzüge betont, oder wie hast du das neulich ausgedrückt? Genau. Ja. Genau. Ich finde ja immer so charmante Formulierungen. Ja. Toll. Genau. Wir brauchen ja sozusagen ein Opfer. Nadja ist heute unser Opfer und muss leiden und wird erschrocken. Und deswegen soll sie ja nicht selber zu stark und zu selbstbewusst sein. Deswegen war dann eben der Sinn, dass wir möglichst ein sehr weiches und sehr weiches Make-up auf jeden Fall machen. Drei,
2, 1. Jan, bitte zu mir gucken, mittig. 3, 2, 1. Du nimmst sie jetzt auf den Arm und zwar machen wir das so, dass der Kopf hier ist. Ja, linke Seite. Mal rüber. Lass dich auf den Arm nehmen. Genau. Das ist wichtig. Sehr gut. Damit wische ich das Blut von mir ab. Bro. Das hätte ich arrangiert, ich bisher ein Haar, ja? Ja, Haare nach hinten. Hier, ja. Sehr schön. Ich würde meine Arme okay. Auf. Und weißt du, du lässt dich hängen. Ja? Also du bist nachher, du bist, halt. Genau. Das war's mit der Karriere. Genau. Ihr kennt diese Familienfotos in Schwarz-Weiß, wo immer alle da stehen, Vater, Mutter, und die sind immer alle extrem steif. Ne? So, also, ne, so. Und also da stehen und so denkst so, okay, die haben echt Spaß in der Familie, ja. Genau, das ist sehr cool. Nochmal. 3, 2, 1. Ja, sehr cool. Und auch ein bisschen viel Power da hinten. One more. Okay. Gewesen. 3, 2, 1. Kinn ein bisschen hoch. 3, 2, 1. Sehr cool. Ja, jetzt. Füße. Ja, der steht hier irgendwo. Ja, genau. Zombie, eat fresh. Weiß mal nochmal ab, Mann. Das ist so geil. Aber wichtig bei dir ist, du stehst dann hinten und ich werde dann versuchen mit Photoshop, ich werde versuchen, dein Kleid zu verlängern. Das heißt, du hast nachher so lauter fliegende 6, 7, 8 Meter zerfetzte Stoffbahnen da dran. Ja, das ist jetzt mal die Idee. Ich habe grundsätzlich die Sachen dafür. Muss mal ausprobieren, wie das am besten klappt. Aber dann ist das wie so eine. Ja, das ist so richtig am Flattern. Ich weiß nicht, wo die gerade rumlungert. So, das ist geil, Aki, das ist geil. Genau. Der Hunter. Alexander, können wir nachher machen wir folgendermaßen. Du kannst nachher hier hinter irgendwie hiermit was machen oder sonst wie. Sie wird ja da stehen. Hat's bei dir hinten geblitzt, Jamie? Ich glaube schon. Ich glaube auch, du bist ziemlich hell, das ist schon mal ganz gut. Der Einzige, der jetzt noch nicht hell ist, ist Aki. Das müssen wir noch mit dem nächsten Blitz machen. Aber ansonsten kommt das schon. Du bist gut. Du bist auch hier durch die Reflexion auf der Jacke cool. Sieht super aus. Aber wir haben ja noch einen. Einen haben wir noch. Das ist der Knaller. Okay, Aki,
Ah, du bist jetzt hinter Nadja verschwunden. Also wir müssen, Ich hab ihn nicht gesehen. Am besten geht Nadja ein Stück nach rechts, also nach darüber, ja. Okay, stopp. Wir versuchen es mal kurz. 1, 2, 3. Jetzt ging dein Blitz da hinten wieder nicht, ne? Nee, auch nicht, ja. Doch, du warst drin. Echt? Ja. Nochmal. 1, 2, 3. Ja, macht nichts, der muss ein bisschen laden, das ist aber sonst alles okay. Sieht ziemlich cool aus, ist gut. Und nächste bitte. Super. 1, 2, 3. Bisschen höher, nicht ganz so tief. Super. Und Jan? 1, 2, komm los, 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 ist noch ein bisschen was da. 1, 2, 3. Ganz offensiv. 1, 2, 3. Sehr cool. Nochmal 1, 2, 3. Und nächste bitte. Sascha, kannst du ihn so ein bisschen umwirbeln mit dem Ding? Ja. Mach einfach nur ein bisschen hoch und runter. 1, 2, 3. 2, 3. Ruhig mal eine andere Position. Genau, runter. 1, 2, 3. Und jetzt, okay, ein Foto. Alles klar, und jetzt, Ben, schnell. Los. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also, oh, jetzt kommt. Oh, schön im Menü. Ne? Jetzt habe ich auch Angst vor Clowns. Nein. Coole Sache. Hey. Spitze. Eigentlich fehlt mir noch das Foto, wo wir alle mit Krippen und Mistforken die vor uns hertreiben. Was wir vielleicht tatsächlich alles machen sollten, ist vielleicht einmal ein Foto von uns allen zusammen. Ja? Also auch hier alle Mann zusammen. Ne? Das machen wir gleich noch. Wir können uns ja hier in die Ecke reinquetschen. Geschminkt oder auch nicht? Ja, so halb, so wie wir es jetzt gerade haben, ist völlig egal. Also, Ben jetzt so wie er ist, halb. Da ist auch nicht ganz so erschreckend. Kommt mal alle hier in die Ecke rein, alle Mann. Hallo. Ja, zünd den Knaller, ja. Wir haben das Pfiff vergessen. Ja, genau. Schmeiß in die Mitte hier.